Moviland rocks! 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 Ja, Sass Leiteln, 35. Folge Overland Rocks. Wieder mal aus dem Unterland. Ganz genau aus, wie heißt's? Yeah. Schwendau. Fast, Ramsau. Ramsau, ja, Schwendau, bin ich auch abgebogen. Ja, wurscht. Ja, egal. Heute mit Dying Eden. Das erste Mal im Chillertal. Geil. Halt ich mal sagen, dass das heißt so. Ja, genau. Das passt. Passt das so, oder? Ja, das passt. Gut. Wer seid ihr, was macht ihr und warum hocken wir heute da? Wir haben Dying Eden, ja, aus dem coolen Chillertal, wie du sagst. Mhm. Das habe ich gerade gesagt, gell? Richtig, ja. Voll cool. Ja, voll cool. Du bist schon vor dabei, also ja, die Chillertaler Menge schon. Gegründet 2012 von Max. Okay. War noch eine eigene Frage, bist du aber danke, ja, passt. Okay. Passt? Okay, nein, passt. Nein, toll, sag gleich. Ich habe ja eh viel gefragt, oder? Alles klar, passt. Wer haben wir und was tun wir? Wir haben Dying Eden und wir machen Metal und wir reißen die Buden ab. Passt. Hundertprozentig. Ja, ich hab's schon live gesehen. Jetzt mal beim Inrock habt ihr gespielt, gell? Ja, genau. Ja. Voll cool. Also Inrock war richtiger geiler Erfahrung gewesen. Die mega Bühne. Ja, warte, da kommen wir noch dazu. Cool. Sorry. woher kommt das? Alle aus dem Chillertal, oder? Wahrscheinlich? Ja. Also dialektmäßig versteht man keinen. Also ich denke mal. Nein. Wahrscheinlich können wir reden, was wir wollen, aber es versteht sowieso keiner. Eigentlich wird man da verstehen, oder? Ja, genau. Außerhalb von Zell, keine Ahnung, was das ist. Also es gibt seit 2012, hast du gesagt, oder? Seit 2012, ja. Okay, also 7 Jahre, oder? Wenn ich richtig rechne. So ungefähr. Ja. Ja. Unter dem Namen Dying Eden. Ist richtig. Mhm. Okay. Wie seid ihr jetzt auf den Bandnamen gekommen, Dying Eden? Da muss ich jetzt beim anderen fragen, weil ich war 2012 noch nicht dabei. Also, okay. Nein, es war eigentlich relativ schnell. Mhm. Ja. Was haben wir für den Namen gehabt? Genau. Ragalmut. Wo haben wir eine Diskussion? Nein, nur. Nordisch, oder? Ja, genau, ja. Okay, ja. Nein, eigentlich nur schlechte Namen. Da haben wir gesagt, ja. Ja. Dein Gehen passt heutzutage eh ganz gut. Ja, und da haben wir eigentlich geblieben.
Ja, hat das irgendeinen Sinn oder ist das einfach gleich so der Name, weil es ihn schon gibt irgendwie? Oder weil man kennt das ja jetzt irgendwie, oder? Dying Eden, das hat ja irgendwas zu bedeuten, oder? Ja, eigentlich. Für mich hat es eine schöne Bedeutung gehabt, also das sterbende Paradies. Okay. Wie es zurzeit. Wortwörtlich übersetzt quasi. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, und der. Die Situation auf der Erde, ganz sozusagen. Genau. Ganz genau. Tiefgründige Scheiße. Ja. Zu dem ganzen anderen Scheiß ein bisschen tiefgründiger. Ja, das genau. Spaß. Ja. Ihr seid zu fünft. Wie schaut da die Besetzung aus? Klassisch, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Sänger. Genau, ja. So, glaube ich, oder? Ganz so habe ich es gesehen. Ganz und so wird es auch sein, gell? Ja. Ja. Seid ihr jetzt hauptberuflich Musiker? Das kommt voll schwierig. Okay. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ja. Fast, ja. Ja, okay. Nein, ist generell einfach schwierig, ja, bei uns. Ja. Kann man so sagen. Nein, ist unmöglich fast. Ja. Ich kenne ein, zwei, aber ja. die machen halt auch viel so Sachen wie ich spiele jetzt Chili Peppers Cover ja. und so zurück, weißt, dass sie halt Geld verdienen. Genau. Wenn du jetzt ein Hotel oder was. Ja, ganz genau. Mit deinem eigenen Sound ist es sehr schwierig. Ja. Oder du hängst dann sicher um. Der Jeremy oder, von Midriff, der macht das hauptberuflich, der macht aber auch andere Sachen. Ja, ja. Der macht die Musikschule so und so, aber ist hauptberuflich eigentlich, macht halt mit Musik zum Teil. Ja, genau. Ja. Passt. Genau, ja. Noch was? Na? Dann mache ich weiter. Bitteschön. Kommen wir zum Sound. Ich habe gesagt, ich spiele Metal. Wie darf das jetzt eigentlich genre-technisch einordnen? Ui. Ich glaube, das ist schwierig einzuordnen. Gut, und wir kommen, habt ihr vielleicht irgendwie eine Band oder eine Stilrichtung, wie eine andere Band spielen, wo es hinwälzt oder wo es seid oder so in der Richtung? Ich glaube, dass jeder von uns unglaublich vielseitige Musikrichtungen lost und Musik. Er zum Beispiel ist eher der nordische Typ. Mhm. Wir sind extrem unterschiedlich voneinander, also wirklich. Mhm. Ja, das ist eh geil, weil dann kommen ganz Es kommen Einflüsse von, ja, man glaube ich, auf ein Album. Ne? Von jeglicher Musik oder von jeglicher Metal-Art irgendwie kommt da raus. Wenn jetzt so einen Riff spielt, wenn er jetzt so einen spielt auf Kind Mafia Bass, da ist Insomnium oder was weiß ich was. Oder, und wenn der Markus so ein spielt, da steht Whitechapel oben oder was weiß ich was. Und das mischt sich einfach zusammen und irgendwie kommt da auf was Geiles raus. Und wir sagen, ja passt, okay, das ist unser Sound und das passt. Mhm. Und jeder hat da irgendwie einen Einfluss drauf. Mhm. Ja, viele haben so die Groove-Metal-Schiene nach euch getan. So bei einigen Reviews, was wir gehabt haben, taugt man auch Groove-Metal, aber trifft es auch nicht hundertprozentig. Aha. Was ist jetzt genau Groove-Metal? Das hat es damals in meiner Zeit noch nicht gegeben. Nein, eben. Groove-Metal. Kann man das beschreiben zur Band, wo die Groove-Metal spielt? Driver zum Beispiel, wo man Groove-Metal vielleicht. Okay. Bandera. Ja, das ist Trash, oder? Ja, ich habe jetzt auch eher Trash gesagt. Also, Entschuldigung. Hat ich jetzt gesagt, oder war bin ich bei dir? Vielleicht ist das so ähnlich, oder? Dying Eden anscheinend ist Groove Metal. Herau jetzt. Ja. Anscheinend. Herausricht dir. Voll hart. Herau. Schickst du mir schon was gleich? Ja, ja. Herau, ja. Das war ich auch, gell? Ja. Nein, eben nicht. Aber ich nehme auch. Ich nehme dein Dialekt. Ja, nicht schlecht. Ja. Nach dem Interview kommst du. Ja. Sei will. Gut. Wer schreibt euch die Texte und um was geht's? So ungefähr. Man kann das jetzt natürlich, jetzt lehrt, geht es wahrscheinlich um was anderes, aber hat man so eine Richtung? Ich glaube, die Texte schreibe ich alle oder ziemlich alle. Wir haben seit dazu haben wir einen Dropbox-Ordner, wo jeder drauf zugreifen kann mit so Texten drinnen und es gibt da so ein Word-File, wo Ideen innen haben und da kann jeder reinschreiben und da ist der Obi nicht schlecht, der hat auch unglaublich gute Einfälle oder Phrasen. Oder so Phrasen. Da kann jeder einfach so Textfetzen eigentlich schreiben, wie er will. Und, keine Ahnung, wenn die Ideen ausgehen, was eh nicht passiert, aber man schaut trotzdem nach, was denkt sie der, was will der oder was für Richtung geht der. Schaut man sich halt an, was da innen steht und keine Ahnung, und irgendwie passiert das. Und, Hat das dann auch was mit dem Sound zum Thema, wenn es die Texte schreibt, oder macht es das unabhängig vom Sound? Es ist verschieden, ja. Also es ist so, keine Ahnung, 50-50 hatte ich jetzt fast gesagt, weil es passiert manchmal, dass ein Lied steht, aber es ist noch kein Text da. Okay. Und auf das Lied, eben, wie gesagt, ein Dropbox-Ordner, das laden wir auf den Dropbox-Ordner auf, dass sich jeder Gedanken drüber machen kann oder was weiß ich was, mit dem Text auf die Suche. Und oft lässt man sich das Lied an und denkt sich, was passt da dazu oder was kommt man gut an den Sinn und dann schreibt man einfach, hockt man sich nieder und schreibt einfach Sachen. Und was dir einfällt, wenn es gut ist, passt, wenn es nicht gut ist,
sagen eh die Manda. Was ist mit dir? Ich bin schon. Du bist nicht ganz sauber. Hast du wieder geschrieben, oder? Ja, ja. Falls du sauber. Das gibt's bei uns auch. Gell? Falls du grob hast du eigentlich. Falls du grob. Gut, wir machen das Nein Sound. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen was gehört. Wie schaut es beim Sound selber aus? Viele sagen ja, ich mache zuerst Gitarre, dann tue ich Schlagzeug dazu, bla bla bla. Wie schaut das bei euch aus? Ja, das startet einfach mit dir, mit Markus und mit mir eigentlich, oder? Es kommt meistens eine Riffidee. Okay. Oft dann haben wir gleich einmal schon ein Grundgerüst mit einem Groove dazu. Oft dann gibt es einen Ötztal, Entschuldigung. Das oft dann, ja, das passt. Grätsch, ja. Aber wenn du weißt, sagst du das oft dann? In Ötztal, oft dann. Ich bin nicht vom Ötztal. Oft dann, das ist ziemlich nauchen bei uns. Weißt du? Okay. Ja, und oft schauen wir, ob da ein Grundgerüst drauf passt. Ja, okay. Ganz etwas Simples, einmal noch lange vorn Finish. Mhm. Und dann fangen wir mal nach oben, ja. Alles vor zu aufzubauen. Kommen Mitteltale, kommen Bridges, alles mit nachher. Es kommt alles sofort zu. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt so Bands, die spielen drauf los und dann gibt es welche, die düfteln immer ewig. Oder? Wie ist das bei euch so? Ja, das ist der Bär, oder? Ah, okay. Wenn wir eine Blockade haben, oft dann spiele ich meistens irgendeinen 0815 Ruf. Mhm. Und oft schauen wir halt so klassische Oldschool Riffs und oft kommt es vor zu, bis die Blockade mal weg ist. Es, ich finde jetzt, also meine Meinung, meine persönliche Meinung, es hat sehr viele Genres in einem Konzert. Mhm. Das kommt mir vor. Also es hat wirklich Teile rein, da ist das richtiger, so alter Heavy Metal, wie gesagt, so richtig alter. Mhm. Dann ist es wieder trashig, dann ist es wieder, du rappst ja zum Teil, oder? So ein bisschen Rap-mäßig, also nicht leider zum Teil, meistens eigentlich. Deswegen, nein, das, weißt du was, das Hardcore-Element hast du zum Teil auch rein, kriegt mir vorbei, weißt du? Ja. Aber das Sound ist wahrscheinlich, aber es wahrscheinlich, stimmen. Ja. Das wird stimmen, ne? Mhm. Ja. Das ist allein meine Meinung. Passt nichts. Das passt gar nicht. Jetzt ist mal ein scheiß Tablet ausgegangen. Hat. Jetzt haben wir es wieder. Ist gefragt. Nein, überhaupt nicht. Aber hundertprozentig, Alter. Hallo, alter Mettler. Gibt es einen Tonträger für euch? Claro. Ja. Ich habe ihn nicht schon gemacht. Ja, das heißt. Wie heißt er? Keine Ahnung. Omen, Alter. Omen. Ja, was ich. Ja. 2017 aufgenommen. Ja. Was war denn das? Eine spontane Idee eigentlich, gell? Wir haben noch nie live gespielt, wir waren immer im Proberaum, wir haben, was haben wir gehabt, 2-3 Lieder, fertig, oder so gut wie fertig. So gut wie fertig. Da haben wir gesagt, Wanda, wir machen eine CD. Wie viele sind da 3 Lieder? 12? Das haben sie erst 2-3 gehabt und 11 auch genommen, ist ja gar nicht. Ja, hat's das gemacht? Gesagt, ja, und dann aufnehmen können die Ideen. Ah, okay. Ich hab dann einen Warnfrei gekommen. Ja, wirklich. Weil die Ideen wirklich gekommen sind. Ja, da war ich kreativ wahrscheinlich. Gell? Ja, genau. Das war wirklich ein Wahnsinn. Du musst alles, das ist auch, finde ich, am Anfang, wenn die Band anfängst, noch besser, oder? Ja. Da hast du halt wirklich so einen Schub irgendwie, keine Ahnung. Genau, ja. Den kann man auch irgendwo kaufen, oder? Bei euch bestellen oder irgendwo in einem Geschäft oder genau, beim Mike Metal Store. Ja, genau. In Rottenberg. Müsst ihr sowieso mal hinschauen, eine geile Geschichte. Richtig, ein geiler Shop. Mike. Rottenberg, geiler. Mike's Metal Store. Geiler Typ. Das ist der Typ, der das Inrock Festival macht. Mega. Place to be. Nächstes Jahr wieder statt. Es gibt auch Blind Tickets schon oder sowas, gell? Ja, gibt's auch schon. Noch seine gibt's zu kaufen, ja. Mit Camping. Genau. Mit Camping. Mit Camping. Ja. Da super, jetzt muss ich noch echt Werbeding unten einblenden. passt. Habt ihr es so, kann man nicht downloaden, auch, weil das ist ja heutzutage eher so das, was die Leute machen irgendwie, oder? Ja, auf alle gängigen Plattformen eigentlich immer vertreten. Okay. So wie Spotify. Wo war es der Geier, wie es heißt, Quelle-Katalog. Quelle-Katalog. Leckermann-Katalog. Quelle-Katalog. In jedem gängigen Magazin halt immer. Ja, cool. Keine Ahnung, wie soll das sein. Dein spricht man immer von Cover-Songs, weil wenn du jetzt live spielst, Ace of Spades ist so das, was man, glaube ich, so bei euch kennt, oder? Spielt es sicher ziemlich oft. Fat Stapper, total gut, finde ich. Also das macht es ganz geil. Danke. Devil in Eye habe ich heute gesehen. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass das drin ist. Ah, da können wir jetzt verklären. Das haben wir live noch nie gespielt. Ich finde es brutal schwarz, lieb nach Cover. Ja. Und ich finde es für das echt gut gemacht. Also das ist jetzt keine Schleimerei, überhaupt nicht, sondern ich finde es echt, weil es brutal schwarz ist. Einfach die Masken, naja, sage ich jetzt einmal. Aber die Dinge, der Sound finde ich jetzt gar nicht schlecht gemacht, oder? Für die Mittel, was man hat. Das hat jetzt auch nicht wunderbar ausgestattet, oder? Ja, wir haben das auch mit GoPros gemacht, nicht? Ja. Ja. Nein, ich meine jetzt einen Sound. Das Schlimmste bei dem Lied war eigentlich der Gesang, glaube ich. Ja, in Corey Taylor, ja, im Ding ist, glaube ich, unglaublich. Hast recht. Ja, aber ich war eigentlich fast das Schwierigste. Da hast recht. Ja, Corey ist halt der Portal. Weil du hast immer im Hintergrund, wenn du das Lied loshörst.
Ja, ist schon einer der Besten, ist so. Ja, ja, einfach noch zu singen und das ist... Auch wenn es viele nicht mehr hoch, dass es nicht mehr cool ist, aber der Sänger, der Corey Taylor, ja, ist schon der Wahn, oder? Ja, cool, das ist auch Wahn, soundmäßig. Ja, man hat halt immer seine Stimme im Hinterkopf, wenn man, das, ja, wenn man so etwas losnimmt. Ja, ja, das macht brutal. Das Schwager geht eh noch besser. Schwager wird dann, wenn er singt. Ja, Klinsand. Klinsand kannst du vergessen. Bringst du nicht her. Finde ich. Ja. Ist so, ja. Ja, auf jeden Fall, echt coole Geschichte. Taugt mir gut. Habt ihr das weiterhin noch vor, so Sachen machen, oder war das so spontane Geschichten? Oder? Ja, das war eigentlich die Linie, was wir eigentlich gedacht haben. Na, das haben wir eigentlich gemacht, weil wir noch nicht gewusst haben, wo wir ihn sehen. Ja, genau. Okay. Wir wollen eigentlich so Internetgeschichten machen, so YouTube-Videos selber. Okay. Mhm. So Cover-Geschichten eigentlich, ne? Mhm. Da waren sie überhaupt nur zu dritt. Mhm. Okay. Zu der Zeit. Du distanzierst dich voll davon, oder? Quasi. Ohne nichts damit zu tun. Ja, alles klar. Ja, ja. Ja, da war ich in der Flohnerbahn. Und jetzt war es noch die eigens geschriebene. Ja, du hast eigentlich eine Dystopie mit der Band, ne? Ah, da bei mir auf der Liebeswiese. Mit den ganzen Einstellungen. Ja, verstehe. Ja. Du musst dich auch mal finden, können, oder? Können richtigen sehen? Sänger mieten, können Bosser. Ja. Was denn wir jetzt zu dem Zeitpunkt? Wir wollten aber Musik machen, haben wir gesagt. Und auf dem Mal haben wir so etwas dabei, nicht? Und die Sonne ergibt sich oft schon mal, wenn es sein will, ne? Und so zu ergeben oft, ne? Ja. Ich bin eigentlich mit der eigenen Nummer schneller als mit Coversachen länger, ne? Ja. Nachdem wir gedacht, jetzt wissen wir, wo es hingeht. Wahrscheinlich auch lässig, oder? Mit eigenen Nummern. Ja, um einiges. Entschuldigung, zu deinem Job ganz du, kurz. Du, nein, Hauptrat. Nein, das passt nicht. Ist cool, machen sind schon viele, ist geil. Ist gut. Aber nochmal zu Slipknot zurückzukommen, ich hab's schon mal live gesehen, zweimal schon, glaube ich. Mhm. Wahn. Also live ist echt Wahn. Es ist so schon geil, wenn du es reinziehst, aber live ist es brutal, finde ich. Die prügeln alles nieder. Früher sogar noch besser. Ich habe sie damals 2006 gesehen, 2005, beim Aerodrom war das. Gibt's ja, Aerodrom, Aerodrom. Aerodrom. Gesehen, ja. Hast du es bei Aerodrom gesehen? Ja, da war keiner. Ja, genau. Soulfly. Ja, Soulfly. Das war das letzte Mal Aerodrom, mega. Ja, das war das letzte Mal Aerodrom. Ja, da haben sie die Barrikaden niedergekaut. Ja, genau, genau. Das war das letzte Aerodrom, ich weiß nicht mehr. Das war ziemlich geil. Das war wirklich noch lässig. Ja, war cool, ja. Aber das haben wir, ja. Da haben sie die schwarzen Masken noch gehabt. Ja, ja. Ziemlich fett. Das ist wohl das Ding, das Toilette-Album. Ja. Sag nicht mehr, du weißt es, glaube ich. Ja, ja. Mega. Mhm. Gut. Coole Sache. Jetzt haben wir echt Werbung gemacht am Ende. Mega Werbung. Es singt auch auf Englisch, gell? Nur auf Englisch? Glaube ich, habe ich es ausgekriegt oder habt ihr Deutsch? Ich verstehe nicht, was er singt. Also oder Zillertalerisch. Ja. Zillertalerisch. Ja, eigentlich ist Zillertalerisch. Wenn man einen Text nicht einfällt, dann Zillertalerisch. Ja. Oft dann. Hi und aus. Oft dann Versteckerschwein. Das singst du halt nicht, wenn du im Zillertal spielst nachher. Nein, am Fuchslächeln singen nur Französisch. Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, du kommst gleich mal an die Grenzen, da, wenn du einheimisch singst oder deutsch. Mm. Ja, einheimisch meine ich nicht, aber deutsch. Das schaffen nicht viele, das ist Rammstein vielleicht, oder? Ja, ja. Schwarisch finde ich halt beim Deutschen, du kommst immer gleich mal in die Schiene rechts ruck. Ja. Mhm. Ja, was ja eigentlich ein totaler Scheiß ist, finde ich, weil ja, wenn du bei Deutsch singst, bist du ja nicht gleichzeitig rechts, oder? Ist ja cool. Ja, leider ist das. Das Problem ist halt, das Deutsch-Ruck-Ding, das klingt halt gleich einmal so, wie sich das manche gerne vorstellen würden, sage ich jetzt mal, in das Genre einziehen, oder? Ja, das ist halt schwierig. Das ist auch nicht mehr denkt, zum Beispiel bei, wir haben die Kassen, die jetzt auch schon gespielt haben, beim Unfallsam. Ja, genau. Mir hat das brutal gut getaugt. Ja, war super. Aber es hat irgendwie schon Richtung, was ich jetzt bei Gott nicht sagen darf, Onkels rechts oder so, aber es hat irgendwie Onkels gelungen, ne? Mhm. Oder? So in die Richtung. Ja. Ist, aber mir hat es echt gut getaugt, wie sie gespielt haben, die Burschen. Also nein, das war mega. War echt geil. Richtig geile Typen, ja. Vor allem vor vier Leuten, gell? Da war ich überhaupt noch nichts los. Ja, aber die haben auch Vollgas gegeben. Echt Abgas. Wie gesagt, die Energie, was die gehabt haben auf der Bühne. Schön groß an Unbeugsam in dem Fall. Was sind die FU-Krufstern, oder? Mega fein, wirklich. Also ist der Nachbarschaft quasi, oder? Genau, ja, aber ums Eck. Ja, war cool. Gut, willst du mal auf Deutsch was machen, oder ist das nicht so angeplant? Da haben wir eigentlich noch nie drüber diskutiert. War sicher mal. Vielleicht einmal eine Diskussion wert, eigentlich. Warum nicht? Warum nicht, ja? Nicht, ja, schauen wir mal. Haben wir jetzt noch nie drüber irgendwie nachgedacht, oder? Ja. Was halt beim Englischen hast, das klingt halt irgendwie geiler. Ja. Also, so wie Caliban zum Beispiel hat auch so bei einem Album mal so ein deutsches Lied dabei ist. Caliban? Ja. Echt, oder? Aber richtig fett. Gibt es den oder gibt es schon ewig? Ja. Aber klingt eigentlich auch deutsch, relativ cooler, muss ich sagen. Und mit allem die alten Sachen gut, die haben früher viel gekocht, Caliban. Muss man sich halt drüber getragen. Hättest du das Ektomorph noch eigentlich? Ja. Das haben wir Ektomorph gecovert. Logisch. Echt, oder? Ja, logisch. I know them, my joke. Ja, geil. Voll geil. Ja, coole Geschichte. Ja, die haben mich mal getroffen, der war in Imsch beim Forest State West, hat es geheißen. Das war damals das Festival, da waren sie als,
Aushilfsding. Also wenn ein paar ausfällt, hatten sie gespielt, oder? Ziemlich cool, ja. Hast du nicht auch getroffen? Und jetzt, ja, jetzt vor einem halben Jahr. Und der Martel Fossilius, der Geschäft gehabt benimmst, Two-Face hat das quasi, das war so ein Metal-Shop mit Videospielen und so Zeug, oder? Und da waren sie noch rein, oder? Das war ganz cool nachher, oder? War echt fette Geschichte. Ja, wurscht. Das streife ich wieder ab. Tut mal leid. Kommen wir zum Bank-Contest, den habt ihr jetzt, jetzt mal gespielt vor ein paar Monaten, war das, glaube ich, oder? Genau, ja. Welchen? Weiß ich nicht, ich kenne leider den, was im Internet ist. Da war das. Ah, Blendfestival, ja. Was habt ihr gewonnen, oder? Wo war das? Nein, gar nicht, im Finale waren wir. Ja, ja, eben. Fast, oder? Ja, eben, das war ziemlich cool. Mega geil. Riesenbühne. Mega geil. Ich kann nicht gewusst, wo ich hingehen soll, weil sie so gerade voll ja, ich glaube, das scheiße, was soll ich tun, was soll ich tun? Ja. Ich werde dreimal verlaufen zum Schlupfzeug offen. Ja. Aber das war echt geil. Ja. Nein, das war mega geil. Ist aber ein Zeichen, wenn du erstmal vergessen spielst, gell? Ja. Ich kenne das. Also so groß sind wir nicht, aber. Ganz andere Welt. Ja. Ja, du Teppich auch gehabt am Boden, glaube ich nicht, gell? Nein. Das haben wir die Rasenbässe, immer Teppiche überall, wo du... Ja, so ein Korn zum Beispiel nicht. Ja, genau. Ich meine gleich mal weg, ich tue. Ja. Wie viele Leute waren da, kann man das sagen? 1000 bis 1500. Boah, das ist aber schon fett, ne, gell? Ja, was wohnt bei uns? 200? Nein, das ist mehr. Ein Drittel war die Halle voll, circa, und zwar 400-500 Leute werden schon gewesen sein. Ach so, nein, ja, 1500. Ja, bei uns jetzt nicht, ne. Also wir haben da so Meter relativ viel gespielt, leider. 400 wohnt bei uns. 400-500 Leute schätze ich wohnen sein. Okay, ja, aber ist echt fett. Volle fett, volle fett. Wir haben ja nicht mit dem Bus schon, gell? Ja, voll. Fett ist der Wurf, dass wir einen Fanbus organisiert haben. Und okay. Wo die Leute mitgehabt. Ja, genau, ja, ja. Wo die alle mitgefangen haben. Oder? Ja, die haben einfach, das ist mega gewesen. Also geil, das war eine Erfahrung. Cool. Nochmal danke an alle Fans. Danke alle Fans. Unglaublich. Ja. Aber Minrock, glaube ich, waren ein paar von euch. Gell? Ja, ja, so es sind immer ein paar von uns. Ja, ist ja nicht weit. Ne? Muss man auch dazu sagen. Egal wie weit, Vorteil. Wir haben Fans, die sind ja, cool. Immer am Start. Das super. Ist Wahnsinn. Das ist super, schon wichtig. Das brauchst du ja, gell? Ja, das brauchst du. Von dem zuerst dann auch, das ist geil. Ja, vielleicht schon, ja. Ja, cool. Gibt es noch was Cooles zum Erzählen vom Bank Contest? Irgendwas Lässiges oder wie war es? Ah, eigentlich die Organisation und alles. Mhm. Das war echt gewaltig. Da haben wir viel gelernt. Auf alle Fälle. Cool. Weil da war schon wirklich ein Timetable und da 25 Minuten, 10 Minuten Umbau. Die Reise du viel als Band. Wie lange spielst du noch? 25 Minuten. Ach so, okay. Und 10 Minuten kurz. Umbau, also das ist ziemlich. Zack, unheimlich, wie du das Bühnenequipment vorteilhaft zusammenpackst, dass es richtig zack geht und unkompliziert. Ja. Und also das war, glaube ich, beim Minrock ziemlich professionell alles, gell? Ja, die, was genau, das da hinten gemacht haben. Super. Ja. Du hast ein bisschen mitgekriegt. Ja, Schlagzeug aufbauen auf ein. Ja, genau. Du hast aber ein Schlagzeug aufgebaut. Das ist so geil. Das ist das nächste Mal für die nächste Band. Ja, Mann, aber es ist eigentlich wichtig als Band. Also, ich frage auch schon mal so aus, dann können wir ja nachher noch genauer drauf eingehen. Wer will das jetzt beantworten? Für mich der Zusammenhalt einfach. Okay. Wir haben schon ganz andere Geschichten erlebt. Wo es auseinandergegangen ist, wegen Unstimmigkeiten, vielleicht einmal stur ist, einfach Zusammenhalt. Ja. Und das passt da in der Band. Ist absolut perfekt momentan. Cool. Ja. Mhm. Ja, und der Rest kommt von selber. Spaß muss machen, sobald es in Arbeit aushaltet, muss man sich halt auch fragen, ist das jetzt noch richtig? Also? Ja, stimmt. Man verdient damit nicht sein Brötchen. Gell? Genau. Das ist halt wirklich Hobby an, oder? Ja, richtig. Ja. Ist euch der Sound auch wichtig? Denken wir schon, oder? Was, also, dass der Sound, guten Sound spielt auch, oder? Ja, da haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nein, aber das brauchst du eine Bankband nicht fragen. Eine Bankband geht es nicht um einen guten Sound. Ja. Bankband geht es um einen, weißt du, was ich meine? Ja. Bei Metal finde ich immer, es geht ein bisschen um das, was ich spiele, oder? Wie entwickle ich weiter, keine Ahnung, so in der Richtung. Ja. Ja. Ah, du wirst schon diskutiert. Oder Sänger, und du schon, wenn Sänger genauso, ist mir auch so gegangen, nicht? Ja. Man entwickelt sich auch weiter. Wenn du ein Riff noch nicht so gefallen hast, dann wird halt diskutiert und wird schon geschaut, dass das für ihn passt. Ne? Das ist Düftler als Musiker oder eher nicht? Ja, ja. Oh ja. Eigentlich schon. Weil jetzt passiert das dir, dass ohne spielt einen Riff und keine Ahnung, eine Stunde später spielt man immer noch den gleichen Riff. Okay. Und keine Ahnung, irgendwer ist auf ganz, wie heißt denn das, wählerisch. Spiel das. Einmal langsamer, bitte einmal langsamer, weißt du, das bin ich das. Und ich muss bei meinen Bandkollegen entschuldigen für das, dass ich so bin. Ja, spielst und du auch? Nein, gar nicht. Ich sag einfach, warum spielst du das nicht so? Ah, okay. Ich hocke einfach da, weißt du, kannst du, spielen eigentlich? Ich frag dich deswegen, weil ich mir brutal hart und ich kann selber keine Gitarre spielen. Nein, ich guck ganz ein bisschen Bass. Ganz ein bisschen. Oder? Und ich hab's halt mit Hand und Fuß erklärt, was ich meine, oder? Ja, ja, das ist genau. Nicht so einfach. Genau. Ist nicht so einfach. Und am Ende des Tages ist es oft so, dass ich oft wieder spielen, so wie am Anfang. Ah, okay. Sehe ich noch irgendwie oft völlig. Im Wolfsburg oft. Was sagt ihr? Ja, ja. Schon.
Ja, geil. Na, so schauen wir halt auch schon drauf, dass für jeden Musik, wie für jeden Charakter für uns etwas dabei ist. Deswegen glaube ich, funktioniert das auch. Das Gute bei uns ist ja, es nimmt ja keiner ein Blatt vom Mund. Wenn ihm das jetzt nicht gefällt, dann sagt er, nein, das können wir da was anderes machen. Wenn jetzt schon vier Leute von der Band sagen, es gefällt mir, dann muss man schon drüber stehen einmal, ne? Ja, man kann nicht immer sein Schädel umsetzen und sagen, ich will das jetzt und fertig, das geht nicht. Funktioniert so schön. Da muss man mal nachgehen. Kompromisse eingehen, richtig. Gott sei Dank keine alle fünf so. Das ist auch eine Katastrophe. Ne? Ja, klar. Und so freut man sich auf die nächste Probe. Und ja, cool. Genau. Was bei euch auch, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn du live spielst, dass die Leute ziemlich Gas geben. Also ich weiß leider, das war die einzige Band, die Wall of Death Song gemacht hat. Das war zwar jetzt keine brutale Wall of Death, aber das ist nicht an euch gelegen, sondern die Leute, weil einfach nicht so viel da waren. Gell? Sie war da. Aber es war auch nicht da, eben. Ja. Wir hätten schon Wall of Death mit fünf Leuten. Ja, genau. Oder sechs Leute, wo ich und der Max auch gehen haben. Blende eigentlich übrigens ein, habe ich auf Video, gell? Jetzt. Geiler Typ, mega. Geil gewesen, oder? Jawohl, natürlich, wenn nicht zusammen. Sie kennen sie nämlich noch nicht. Passt. Die Metal-Szene in Österreich oder in Tirol, wie sagt sie, ist das da bei uns? Es zählt eigentlich logischerweise dazu. Schwieriges Pflaster. Okay. Ja, ganz schwierig, ja. Inwiefern schwierig? Akzeptanz oder schwierig, was gehört zur Hand? Ganz genau, ja. Die Akzeptanz für die anderen oder was? Definitiv. Okay. Voll muss am Laus. Es ist für die anderen Mettler, aber halt für der. Und du musst voll am Laus sein. Ja. Was aus? Aus dem Toll musst du fast außen gehen. Weißt du, was wir einmal gehabt haben? Bei uns hat es einmal bei einem Konzert geheißen, das ist scheiß Oberländler. In Tirol, weißt du? In Tirol hat es noch geheißen. Ich meine, wir haben noch zurückgemault, wir sind fast ausgeflogen nachher. Das war schon eine schräge Geschichte. Das war eine Workstation, beim Z6, keine Ahnung, eine ziemlich angefachte Partie. Ja. Aber man hat halt geheißen, ja, die Bauern von oben, weißt du? So in der Richtung. Nein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, oder? So, nein, weil ich bin fast mal mit denen. Wir wissen, das Dolorin ist gestorben für den Sound. Okay, echt? Ja, ich bin gestorben. Wir hätten. Es gibt nicht genug Leute eigentlich, die das losen. Es gibt viele Bands da drinnen, natürlich. Es gibt viele Metal-Bands. Leute, das losen. Leute schon, aber nicht Bands jetzt, Moni. Du musst es halt herkriegen. Ja. Aber es gibt ja keine Plattformen da drinnen. Wie ist das mit dem. Weil es gibt ja ziemlich viel Snowboard-Szene da in Zillertal. Die hochen den Sound immer so, oder? Aber früher war das ja schon eher so Crossover-Partie oder so eine Metal-Schicht. Das war viel geiler, oder? Da war eher Punk und nachher ist das Hip-Hop alles hochrutscht. Ja, viel Hip-Hop, gell? Hast du gerade Snowboard-Bingo schon? Ja, kein Beispiel. Ich persönlich fühle mich, ich muss ehrlich sagen, an hinterlassen viel wohler. Was auch? Ich fühle mich persönlich an hinterlassen viel wohler, wenn man da auch die Location spielt. Mhm. So wie das Live-Stage. Im Hintertal manchmal. Ja, genau, also man kommt außen. Mhm. Jetzt kommen wir auch nicht weit, gell? Burgel geht eh, schön gleich mal machen. Ja. Habt ihr auch schon gespielt, oder? Haben wir mit Elvete gespielt, ja. Mit wem? Elvete. Echt? Mit die. Cool, kennt man ja. Das, war richtig eine coole Geschichte draußen, ja. Das war echt geil, ja. Für mich persönlich. In der Box unten, oder wie heißt das Ding? Unten die Bühne, oder? Nein, die haben oben Headliner gespielt. Da war ich auch mal, und oben waren wir im Fear Factory, ich kenne ja auch die Bühne. Ja. Da hat echt einmal vorgekommen gespielt. Nein, Blödsinn. Das war das. Und die Krassen. Ist ja wurscht. Ich sag's noch, wenn es mir einfällt. Ja. Gut. Ja, Metal-Szene waren wir, Entschuldige. Ja, genau. Unterbrochen schon wieder. Wo haben wir jetzt gespielt? Ein Rieber, wo wir jetzt gespielt haben, in Wien, in Graz. In Würgel, die, was du kennst, du bist einfach familiär, gibt man viel nicht. Ist es so, wer sind sie, wenn du aus Tirol oder hinkommst? Weil du weißt ja sowieso, Tiroler mögen sie alle, oder? Wenn du nach den Osten kommst, bist du sowieso der Chef in Tirol. Ich glaube, ist das irgendwie so arbeiten oder so? Also ich finde schon. Umgekehrt überhaupt, wenn ein Wiener da ist, dann hast man alle. Also mir ist auch so hingekommen, wirklich. Also, da sind sie mehr. Nein, im Gegenteil. Also, du kommst ja, da hin und du wirst begrüßt, egal ob du jetzt, die wissen gar nicht, ob du Metal spielst oder Punk oder Rock oder irgendwas. Genau. Du sagst, du bist aus Tirol oder so, keine Ahnung. Und dann sagen sie, ja, wie ist die? Und geben dir die Hand und haben nett mit dir und was weiß ich was. Ja, genau. Und richtig zuvorkommen und behandeln die einfach cool. Einfach. Es ist scheiße, ein Unterschied, ob in Wien bist oder irgendwo auf dem Dorf wahrscheinlich. Ja, das ist wie bei uns, oder? Ja. Ein Innsbrucker ist anders wie ein Schwendauer. Ja, genau. So schreibe ich es nicht. Ich will jetzt da keine Gräben aufreißen. Nein, aber ich sage, es ist halt zu spät. Zu spät. Gräben aufreißen. Hacke.
Ja, gibt es da Metal-Szene noch irgendwas zu sagen? Also die Tirol ist. Was seht ihr jetzt in die Szene? Ist da, passiert da viel oder passiert da zu wenig? Nein, an Zillachtalerinnen gibt es, wie viele Metal-Bands gibt es denn? Zwei. Okay. Ins genau. Und in Gagi. Gagi? Ja. Ein Solo-Projekt ist das, was ja, halt das nicht, der ja. spielt halt nicht live. Global's Come. Ne? Global's Come ist das. Ja, genau, den kenn ich. Ja, genau. Also, ja, genau, das ist ein Zeller, nicht? Aha. Ja, okay. Der macht halt so Solo-Projekte und, mhm. und Studio-Projekte und hat jetzt die zweite CD gesagt, halt, kann halt nicht live spielen, weil er Lohne ist, nicht? Ja. Aber macht echt einen geilen ja. Zeug. Ja, ja, hab ich gesagt. Und oder gehört. Ja. Also mehr wie. Also er und mir und. Was gibt's an Zillachtal noch? Metal? Gar nichts. Nein, eigentlich. Nein, Metal nicht sein. Okay. Das ist ja, doch ist relativ schwierig, ne? Ja. Deswegen ist cool. Muss ich kümmern, da komme ich da raus. Ja, ja, ja. 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 Bist du da ziemlich rein, das Ding? Ja? Vollgas. Nicht schlecht. Ja, ich wir haben hier also noch Volksmusik, sondern Mutantenstadel. Ja, genau, ja, deswegen ist es eigentlich schwierig, da irgendwo zu spielen bei uns. Ja, ja. Und da was schon mal. Spielen aber auch nicht anders. Du kannst sicher hast auf dann. Ja, ist so. Mhm. Ich weiß, ich sag das alte Kino in Landeck was, mhm. da passiert relativ viel. Ja. Ja, ist bei uns oben eins der wenigen, wo viel Metal noch gespielt wird. Ja. Da gibt es eben den Rock-In-Verein, die machen da brutal viel. Mhm. Ziemlich geil. Ja, das schau was nochmal. Okay. Haben wir auch schon Interview gemacht, kannst du reinschauen. So. passt. Gut, Szene lassen wir da weiter sagen, oder? Stichwort In Rock Reloaded. Was gibt es da noch zum Erzählen, was wir noch nicht erzählt haben? Und wir haben eh schon viel erzählt. Rock Reloaded? Ja. Weil was du Backstage passiert ist, das kommt nicht. Das ist unglaublich. Nein, ich habe mich an Mike und in die Sonja verliebt. Und die sind so sympathisch, also alles. Also was du ja, aufpassen, sei Frau. Sei Frau, ah, okay. Also, wie die sie den Arsch aufgerissen haben für alle, für die Bands. Ja, ja, haben wir, ja. Also, das finde ich, glaube ich, auf einem großen Festival. Mhm. Wahrscheinlich richtig. Das, Wahnsinn, ja. Das war auch gut. Mega. Mhm. Und auch wahrscheinlich so, ja, so bodenständige Leute, wahrscheinlich, die mit Deko schon eine Gaude haben. Mhm. Wenn irgendein Problem ist, kommst du zu sehen, die reißen sich den Arsch auf für die. Das war. Ich finde auch für die Leute brutal gut gemacht alles. Also für die Besucher, die hinkommen, es war für alles gesorgt, das war arschgeil. Denk die Bühne war der Wahnsinn, oder? Der hat die zwei Bühne ausstellen müssen, Blackstock, mhm. weißt du, was ich meine? Nein, hat er nicht. Das war Hammer, oder? Denk dir nichts, Marco. Ja. Yeah. passt. Gibt's noch was zum Inrock, oder? Okay. Das hat mir gefallen, das hat mir noch nicht gedacht davor. Ich nicht schon. Ja. Ja. Kannst du uns noch irgendwas sagen davon? Bitte? Es war schön leicht, dass du auch noch was sagst. Ja. Ja, das ist ja noch was für uns. Also lasst uns. Echt? Wir können, ja. Na ja. 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 So wild oder so? Na, ja, scheiße. Alle, wo knockert. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, geil. Nein, das war Wahnsinn. Super, ja. Blöd, eine gefragt, was ist für Enk das beste Konzert? Wunsch gewesen oder? Nein, nicht jetzt. Was ist für euch ein super Konzert einfach? Das beste Konzert, wenn ihr sagt, es geht so geil was? Von anderen Bands jetzt? Nein, von euch selber. Okay. Von uns selber. Mhm. Was muss passen, was muss sein, was war? Für mich war es sicher im Kammer mit Elobite. Mhm. Ziemlich knapper dann mit dem Finale von der Blended Festival Tour im Gasometer. Mhm. Einfach von der Atmosphäre her in Elobiti unten, wo in, also im Kammer, da waren alles Mettler. Die Atmosphäre war einfach ein Wahnsinn. Hast du einen Bauschneider machen? Ich krieg wohl auf. Ich glaub das. Na komisch! Die Atmosphäre war Wahnsinn, alles Mettler. Also für mich war sicher im Kammer mit Elobiti als Supporterband und danach Finale Blended Festival Tour. Okay. Einfach von der Größe her, im Gasometer, keine Frage, das ist Wahnsinn gewesen. Okay. Das waren meine zwei Highlights bis jetzt eigentlich. Mhm. Hilfe, war schon Hammer. Cool. Also da spielen sie dürfen. Ja, ja. Ich schließe mir rein ja. von Kammer. Ja, das war einfach die Energie auf der Bühne. Ja. Nein, man muss schon sagen, egal wo wir gespielt haben, wenn die Fans mitwogen, ja. alle, die uns begleitet haben bis jetzt, das war einfach auch. Wenn sie mitwogen, die haben einfach auch, die haben einfach Gas gegeben und das ist halt extrem wichtig. Entschuldigung. Das ist halt extrem wichtig für uns und das taugt dir auf der Bühne selber auch, wenn du die Fans und uns halt nochmal extra Gas geben für die. Ne? Ja. Und das ist halt extrem wichtig. Im Prinzip pushen uns die Fans und wir geben wieder was. Weil wenn da Leute hingehen und ja, schauen einmal, wie ist die Band, ist was anderes, nicht weil die hingehen und wissen schon, wie es Lied geht und ja, das ist geil, singen mit, schreien mit und das ist halt ganz was anderes. Ne? Fett, ja. Geile Geschichte. Ja. Jetzt kannst du wieder reden. Ja.
Darf ich was sagen? Darf ich auch was sagen? Weißt du, was die Frage war? Ingmar Kilodi, jetzt sind wir schon durch. Lass mich mal lesen. Was ist für das beste Konzert? Muss ich generell fragen. Das beste Konzert? Was wir gespielt haben? Oder was muss passieren, dass das beste Konzert ist? Mhm. Boah. Oder was ist schon passiert? Vielleicht ist schon passiert. Also wenn die Leute mit tun, das pusht die Demos auf der Bühne. Das Geilste ist eigentlich, wenn die Leute komplett ausflippen, wegen dem, was du tust. Genau. Okay. Ich kann jetzt gerade von mir reden, wenn ich jetzt mein Zeug außen schreie und sehe, die Leute gefällt es, oder die dann mit, oder die was nicht, grölen mit, oder dann irgendwie mit Headbangen, Fäuste aufen und Pommesgabeln und die dann einfach mit, das ist das Geilste, was es gibt. Ja, cool. Warum wir dann Flasche, weil wir das Yoga-Video gemacht haben? Weil wir das Yoga-Video gemacht haben. Das ist ja mein Yoga. Nein, weil die Fans außen waren Livestage und haben voraus in sein Video noch gemacht. Ja, genau, das ist geil. Oder? Und dann haben wir gedacht, ja, Teufel. Weißt du, geil. Und solche Sachen bestätigen, weißt du, dass die Leute wirklich eine Gaudi haben mit dir. Und ja, das ist schon. Beschäftigen sich auch damit, gell? Ja, genau, das war mega. Cool, ich besser ein Musikgeschäft lassen und Yoga trainer. Ja. Genau. Zweites Standbein. Wie schauen die Zukunftspläne aus bei euch? Gibt es ein neues Album? Spielen wir live noch ein paar Mal? Das Jahr spielen wir jetzt noch. Also, das Play ist, spielt es morgen live, das können die Leute aber nicht mehr anschauen, weil das war dann schon vor 3-4 Wochen. Stimmt, ja. Das stimmt. Auf die Vorvergangenheit, oder? Auf die Vorvergangenheit, spielen wir heute nicht mehr live. Ne? Dreimal live noch und oft dann ist, glaube ich, Fokus auf ein neues Album. Ja. Ganz schreiben. Das sind die nächsten zweimal dann, weil morgen kann man ja nicht zählen. Genau, in November spielen wir noch zweimal. Ja, sagst du mir schon, Geburtstag so. Das ist jetzt Mitte Oktober. Ja, weiß ich nicht, ob es sich ausgeht bis Mitte November. Schauen wir mal. Ja, ich wusste. Spitzen. Das nächste ist ja Geburtstag. Ah, okay. Nächste Woche in Kärnten. 30, oder? Nicht öffentlich, oder? Nein, ist auch privat. Alles klar, Alter. Der Burns, Alter, der Burns wird 30. Weißt du? Wir reißen die Bude ab. Geiler auf die Schnurrück im Fuchs. Kenn ich überhaupt nicht. Wenn es ein Zillertullo, das haben wir. Das haben wir mit mir selber gemacht. Mit dem Glaube auf, ja. Okay. Die haben auch gesagt. Ist auch mal cool, dass wir Arena spielen können, nicht an Toll. Mhm, cool. Und auf dann eine Woche später in Bruneck. Bruneck. Cool. Geil. Genau. Dann spielen wir mit K1 Project. Hast du schon mal gespielt? Südtirol? Drei auch ziemlich cool. Haben die Silius Vasilei ein paar Mal gespielt. War ziemlich geil, haben sie gesagt. Man muss auch sagen, das Ding hat uns auch die Location durchgegeben. Ist Straße, ne? Straße Arena. Muss man schon sagen. Hoscher Erich, danke. Die bemühen sich da auch extrem, dass sie so Rockbands und Metalbands schon einmal unterstützen können. Ja. Ist das eine Location? Ist das ein Disco? Ein Disco eigentlich. Ja. Geschochen. Und, aber lässig. Gitarrensound. Nein, das ist ja von Stock her gewaltig gewesen, dass der da hat sich da auch Mühe gegeben. Okay. Nein, dass du einmal eine Band spielen können eben, ne? Geil, ja. Aber sogar so ab Dezember wird es auf die intensiv ins Songwriting übergehen. Passt. Könnt ihr jetzt noch ein paar Bands empfehlen? Ein paar junge Bands? Oder? Das muss man so in einer Umgebung haben. Unterland. Man muss jetzt Zillertal haben, man gibt es zu viele, aber Unterland irgendwie vielleicht. Dawn. Total coole Typen, ja wirklich. Das sind echt, die haben mir bei Nindruck viel mitgeholfen. Okay. Die haben wir sogar gespielt. Wo haben wir den kennengelernt? Okay. Bei dem Festival. Am Kommhausen. Und dann haben die gespielt, wir haben auch gespielt. Haben die auch irgendwas im YouTube und so, kann man sich anschauen, oder? Ja, die haben ein Album. Natürlich. Cool. Dawn. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich gespielt habe, hast du mir gedacht, scheiße, ja, okay, das war Finse. Ja, wirklich, das war wirklich. Das war mein Ding, weil ich mich ja selber nicht gehört unten irgendwie, weil du weißt nicht, wie du kennst oder so. Und auf die Dinge haben wir einfach kennengelernt, die Blue Rage Manda. Sehr, sehr gute Freunde von uns. Ich habe gedacht, ja, okay, das passt. Die Blue Rage Manda. Das war auch Finse. Blue Rage Stamm. Die Blue Rage Manda. Gibt es leider nicht mehr, gell? Ja, wirklich, schon lange der Typ. Aber noch etwas Neues habe ich gehört. Ja, die haben wir etwas in Planung. Ich hoffe. Hoffentlich kann ich jetzt nichts verraten, aber irgendwas kommt, sagen wir so. Ja, natürlich. Lass mal offen. Silius braucht man nicht reden, nicht? Das sind sowieso lockere Federn. Haben wir KI-Project schon gesagt? KI-Project haben wir in SBH kennengelernt. KI oder K1? K1. Mit den Petrolinnen. Die haben cool, also die haben richtig. Der spielt mein Brunnen. Die gehen voll auf die Gang. Richtig gute Band. Ja. Komplett anderes Genre, aber jetzt und wir, die Susi. Mach die Susi, bitte! Susi! Wenn du das hörst, nimm einen Schnaps zu dir! Ich schwöre dir! Die Susi. Ich habe so viel kennengelernt, eigentlich. Die Grandscherben! Ja. Mach die Grandscherben! Die haben wir so geil! Das sehen in Wien! Traum! Unglaublicher Typ, Mann! So die Leo! Grandscherben! Ja, weiß immer was! Du lebst so viele Bands, die bei so einem Contest. Ja, das ist voll geil! Unsere Mama Leo!
was es durchs Planet durchbegleitet hat. Die Leo hat man das ja nie. Der hat uns irgendwie ihr Muttermilch gegeben. Adaptiert, ja. Gut, nicht vorhanden. Themawechsel. Nein, lass uns bei Muttermilch bleiben. eigentlich findet man im Internet, oder? Ja, bei den Muttermilch-Videos. Nein, Spaß. Ich sag's. Nein, aber eigentlich ein Sound findet man im Internet. youtube.com/dying in. Ja, passt. Alles klar. Schau jetzt rein. Nein, ich will vertreten. Ich hab's am Kanal gesehen, hab ich gesehen, gell? Dying In hast du. Ja, da findest du die Videos und auch die Live-Videos zum Teil, oder? Bald auch im Inrock Reloaded Festival-Video, das mache ich gerade, aber ist noch nicht fertig, dauert noch ein bisschen. Oh, geil. Zeit rein. Geil, danke. Geile Scheiße. Ja. Sind noch irgendwas zum Sagen? Habt ihr noch irgendwas? Jetzt sind wir ziemlich am Ende mit dem Interview. Und mit den Nerven, hatte ich fast gesagt. Nein, hat ich nicht gesagt. Die Nerven haben wir noch nicht weggeschmissen, jetzt haben wir seit 2 Stunden... Hosen sind immer so viel um, aber das liegt am Dixer, glaube ich. Mein Glotze. Das ist gleich dazu. Nein, willst du die Fans noch irgendwas sagen? Ja, Fans können wir nicht oft genug Danke so. Ja. Einfach Danke. Unglaublich, dass ohne Eng klafft der Scheiß nicht. Ja. Und weiterhin dabei bleiben, Fans. Support the Underground. Genau. Cool. Ja, willst du den Schnappern grüßen? Die Bundesmusikkapelle Ginzling, wo ich Obmann bin natürlich. Schmäh, als, bist du nicht ganz sauer oder was? Bist du echt Obmann? Hallo, sicher! Was ist das für eine Musikkapelle? Bundesmusikkapelle Donau bei Ginzling. Okay, ist das ein Chiller da? Ja, sicher. Also ja, weiß ja. Ich nicht. Keine. Kennst du Meierhofen, ja. Nur weiter hinten. Ah, okay. Ja, genau. Ich habe schon erzählt, dass ich mal in Dux war, aber da verstehst du überhaupt keinen. Nein, da muss ich anders. Also schauen wir es da schon wieder. Ja, das ist genau. Muss um. Ah, okay. Ja, genau. Hinter und unten, oder? Hinter und unten. Ja, gut. Ich sag danke. War eine coole Geschichte bei euch. Danke. Mir so cool, dass du ein lockeres, gemütliches Interview. Passt. Das war die 35. Folge, weil die letzte war ja die 35. Wie ihr wisst, haben wir sie ja canceln müssen. Also das war jetzt die 35. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann beim nächsten. Weil ich werde jetzt dann eine Pause machen. Eigentlich habe ich schon erzählt. Na. Ja. Wie kannst du? Ich werde mal ein halbes Jahr pausieren. Aber da schneide ich jetzt noch ein bisschen was rein zusätzlich. Das kommt noch im Anschluss dann. Und wir haben noch einfach zu sagen, Overland Rocks!